Danke vielmals, danke Kloisel, Andrea, dass ihr mit ein Teil seid, gerade für Leben, ganz konkret, das Mädchen seit so vielen Jahren. Gerade vor ein paar Wochen vor ein paar Monaten, ich glaube im Februar, habe ich einen Public Speaking Kurs gemacht, wo sie auch dabei ist. Also ist sie auf der Bühne gestanden und hat gelernt, von anderen Leuten zu reden. Und es ist einfach so eine Freude. Ich habe dann ein Foto oder ein Video geschickt euch und gesagt, so begeistert und einfach gesehen, wie jemand den Weg macht und von keine Möglichkeit, die Schule überhaupt fertig zu machen, zu einer Frau, die auf der Bühne stehen kann, die kann Leute leiten, Small Group leiten. Also es ist wirklich der Hammer, absoluter Hammer. Ich habe eigentlich vor, ganz woanders anzufangen. Und zwar, wer hat die Nordlichter gesehen? Die sind in der Nacht, ich weiss. Sehr gut. Ja, apropos Nacht. Also ich will auch nochmal, wo ist der Joel? Der Joel, der Schlagzeug spielt, der ist um 2:30 heimgekommen von der Bea. Sehr gut. Hast du gewartet im Zimmer, nicht, oder? Nein. Sehr gut, aber ich will auch meine Schwester ehren. Sie ist um 3:30 heimgekommen, sie hat geschafft bis dann an der Bea. Und da am 10. Sensationell. Und ich habe mir eins vorgenommen. Ich bin in einem Alter, wo ich nicht mehr Sachen vorne in der Nacht, weil ich muss ein, zweimal aufstehen und ein bisschen. Wenn ihr dann in das Alter kommt, spürt ihr das. Das ist nicht freiwillig. Da gehst du hin. Und dann haben wir gestern überlegt, gestern haben wir es verpasst, die Lichter zu sehen. Und dann die Nacht, mitten in der Nacht aufzustehen und das anschauen, würden wir sehr gerne. Den Wecker stellen wollen wir nicht, weil wir sind müde. Aber wenn wir dann aufs WC gehen, dann können wir es anschauen. Ist doch gerade alles gut. Super. Dann bin ich gestern eingeschlafen. Und dann, wie es ist, wachst du auf, musst aufs WC. Gehe ich aufs WC und mache so ein bisschen die Augen auf und ich sehe, wie es draußen hell ist. Und ich denke, super. Dann schaue ich raus und ich sage, oh nein, ist der Sonnenaufgang. Nordlichter. Ich wüsste, wie die entstehen, oder? Es kommt die Energie von der Sonne. Und dann braucht das ein Zeit, bis da ist. Und das, was unsichtbar ist, wird plötzlich sichtbar. Das passt so gut zu den Songs, die wir gesungen haben heute, zu dieser Message heute. Manchmal sehen wir Gott nicht und er ist unsichtbar für uns. Und wir alle, wir haben Gott erlebt, wir haben Wunder erlebt, wir haben gebetet und Gebete sind erhört worden. Wir sind vielleicht gesund worden, wir haben irgendein Problem gehabt. Gott hat es lösen. Wir haben Frieden gefunden, Freude gefunden, Begeisterung gefunden, Energie gefunden. Bei Gott. Und dennoch gibt es Leute um uns herum, die checken es einfach nicht. Und wir erzählen und wir reden darüber, wir sagen es und sie sind wie blind. Kennen Sie das? Frustrierend. So frustrierend. Und Paulus kennt das. Er schreibt im Römer, Gott selbst hat ihnen einen Geist der Verblendung gegeben. Auch er war frustriert, weil er hat versucht zu erklären, wer ist Gott, wie ist das passiert in seinem Leben. Er hat erzählt, wie er blind war und dann wieder gesehen hat und wie er Gott erlebt. Überlebt, wenn er Schiffbruch hat. Aber die Leute sehen es nicht, sie sind wie verblendet. Und der Frust, den haben wir alle, der ist schon seit eh und je um. Sie hören, aber sie hören nicht wirklich. Die Augen sind zu, die Ohren sind zu, sie sind verblendet. Und was mich fasziniert oder ermutigt auf eine Art, ist, dass es geht mir auch so. Es geht dir auch so. Du erlebst Gott, du bist begeistert und dann, puff, 3 Tage später ist es vorbei. Hast du es vergessen? Kommen wir gerade von einer Konferenz. Wer war an der ICF-Konferenz? So viel gehört, fast alles vergessen. Die Geschichte, Jesus sammelt Freunde um sich.
Für 3 Jahre zieht er mit einer Crew von Leuten um, die sehen, wie er Wunder tut. Wie Lamis können wieder laufen. Wie Blinde wieder sehen. Tote werden auferweckt. Die sind mit ihm unterwegs. Begeistert von dem, was er tut, weil sie sehen, was er tut. Und dann kommt er nach Jerusalem und das, was sie immer davon geträumt haben, der Erlöser kommt, legt die Palmblätter ab, sie feiern, der kommt nach Jerusalem. The time has come. Kommt er rein und dann passiert das eine Schlimme, das andere Schlimmer. Einer ist ein Verräter, er wird gefangen genommen, er wird verprügelt, er wird das Kreuz geschnagelt, er stirbt, wird ins Grab hineingelegt. Fertig. Schluss. 3 Tage ist Jesus tot. Und dann kommen 2 von seinen besten Freunden, 2 Frauen, die mit ihm unterwegs waren und wollen sich kümmern um den Leichnam im Grab. Und wo sie ankommen, ist das Grab offen und leer. 2 Frauen, die besten Freundinnen von Jesus. Stell dir mal vor, wo alles gehört und alles gesehen haben. Und weißt du was? Ach, ich liebe das. Dann nachher verwundert überlegen sie, was hat das wohl zu bedeuten? Die sind unterwegs mit Jesus. Und dann ist das Grab leer. Was hat das wohl zu bedeuten? Also das habe ich jetzt nicht erwartet. Das ist jetzt sehr unerwartet. Und dann liebe ich Gott, weißt du, Gott, die engsten Freunde von Jesus kommen nicht raus. Gott schickt 2 Engel. 2 hübsche Männer, Engel. Die kommen und sagen, hey, was verwundert ihr euch? Habt ihr denn nicht gehört, was er gesagt hat? Ja, Mama, wir sind schon da gewesen. Was denn? Ja, was er gesagt hat, weisst du, wegen Sterben, Auferstehen und so weiter. Und dann liebe ich das. Erinnert euch an das, was er gesagt hat. Er hat es euch ja gesagt, dass es wird so kommen. Und weisst du, was machen die Frauen? Dann erinnert sie sich an seine Worte. Ah ja, stimmt. Ja, stimmt, er hat doch davon geredet. Ah ja, jetzt, wo du es sagst. Danke, Engel. Stell dir vor, die besten Freunde von Jesus stehen vor dem Grab. Vergessen! Ziemlich eine wichtige Information. Dass er wird wieder aufstehen. Ah ja, jetzt, wo du sagst, ja, das stimmt. Hey, wie viele Mal in meinem Leben habe ich so gefühlt? Mach alles, mach. Ah ja, stimmt. Ja, ich könnte jetzt einfach mal einen Moment beten. Stimmt. Wenn du realisierst, dass Jesus lebt, und das haben die 2 Frauen dort am Grab gemacht, die sind zurückgesäckelt. Wenn du Jesus erlebst, wenn du weißt, wer Jesus ist, fangst du an rennen. Das ist heute die Message. Die sind gesäckelt. Sagt man das so auch in Berndeutsch? Die sind gerannt. Machen es sonst nicht, gell? Das sind keine Läuferinnen. Aber die sind gerannt und haben es den anderen Jüngern, die ja auch wissen sollten, gesagt, hey, Jesus ist schon verstanden. Und weißt du, was haben die gesagt? Oho! doch, warte mal. Doch, die hielten das alles für leeres Geschwätz. Wer? Die mit Jesus unterwegs waren. Der Petrus, der Johannes, der Markus, der Matthäus. Ja, aber, was? Das kann ja nicht sein. Was, Jesus ist auferstanden? Ja, der Leichnam ist nicht mehr dort. Jesus ist weg. Er lebt. Glaube ich nicht. Jetzt sind wir 3 Jahre mit ihm unterwegs gewesen. Schon klar hat er Sachen gesagt, aber er hat ja vieles gesagt. Und vieles abstraktes Zeug, also weißt du wirklich so. Aber nein. Haben gedacht, sie leeres Geschwätz. 2 von ihnen. Der Petrus und Johannes, oder, sind dann zum Grab spaziert. Das müssen wir aber selber sehen. Ihr wisst ja, was dann passiert ist. Die haben dann auch, wow, geglaubt. Aber hast du gewusst, dass von diesen Jüngern,
gehört haben von diesen zwei Frauen, dass Jesus wieder lebt, haben zwei schon ihren Koffer gepackt, nach 3 Tagen nach dem Tod von Jesus. Und sind von dem Meeting von diesen zwei Frauen heimgegangen nach Emmaus. Von dort sind sie heimgelaufen. Wieder zurück. Show ist over, ist vorbei. Wir gehen wieder heim. Sind 12 Kilometer gelaufen und haben sich unterhalten über das, was passiert ist in den letzten Tagen. Jesus kommt dazu, sie erkennen ihn aber nicht. Kommt dazu und sie sind frustriert, aber sehen nicht, dass Jesus, dass der Mann, der mit ihnen mitläuft, Jesus ist. Wie oft habe ich das schon erlebt? Dass Jesus mit mir mitläuft, aber ich check es gar nicht. Ich realisiere es gar nicht und klöne und mache und tue. Und weißt du, was fragt Jesus? Über was redet denn ihr? I love it. Also, von was haben die es? Und dann drüllen sie sich um und sagen, du bist wohl der allereinzige Mensch auf ganz Jerusalem. Der allereinzige. Also du kommst jetzt vor, jetzt gehen wir noch. Du bist der allereinzige, der nicht checkt, was da abgegangen ist. Da war doch der Messias, der hat... Das war doch die Hoffnung. Und dann stirbt er und dann tun wir ihn ins Grab. Und dann ist auch noch sein Leichnam weggekommen. Dann ist auch noch sein Leichnam weggekommen, haben sie auch noch gestohlen. Die waren so frustriert, so enttäuscht. Ah. Und dann sagen sie, dabei haben wir doch gehofft, dass er der Erlöser ist. Dabei haben wir doch gehofft. Weißt du, wir haben gehofft. Aber dann ist er gestorben, dann ist er beerdigt worden und dann haben sie den Körper auch noch gestohlen. Haben uns die zwei Frauen gesagt. Und dann Jesus läuft mit diesen zwei Freunden von ihm. Also ich kann mir vorstellen, Jesus, also was würde dir passieren? Du bist mit deinen besten Freunden unterwegs. Und dann stirbst, dann kommst du wieder zu ihnen und dann checkt es nicht, dass du bist. Also ich kann mir es nicht vorstellen. Auf jeden Fall, ich kann mir die Konversation richtig spannend vorstellen. Und er sagt nicht, hey, checkt das denn nicht? Doch, er sagt es. Er sagt. Sind ihr denn schwer vom Begriff? Das ist der erste Satz, den er sagt. Sind ihr schwer vom Begriff? Es muss alles so kommen. Und dann hat er angefangen zu erklären, warum das so kommen muss. Und weißt du, wo hat er angefangen? Beim ersten Buch Mose. Beim ersten Buch Mose hat er angefangen zu erklären, seinen zwei Freunden, die nicht checken, dass er Jesus mit ihnen unterwegs ist. Und das ist so ein guter Moment für mich, zum Wissen, Jesus ist mit mir unterwegs. Und klar bin ich manchmal schwer vom Begriff, aber manchmal ist Gott einfach der, oder Jesus einfach der, der sagt, schau, ich tue es dir nochmal erklären. Gehen wir doch nochmal zurück. Fangen wir doch nochmal an. Es ist nicht so schwierig. Aber komm, geh nochmal zurück zum ersten Buch Mose. Da ist ein Gott, der die Menschen liebt, der die Menschen geschaffen hat. Und er kommt und er erzählt. Und sie hören zu und dann kommen sie zu dem Emmaus, 12 Kilometer später, über Hügel, kommen sie zu dem Emmaus. Und es ist schon Abend geworden. Und Jesus tut so, als ob er weiterlaufen will. So, also, gute Nacht, ja, ich gehe noch ein bisschen weiter. Nein, bleib bei uns, komm zu uns ins Haus rein. Über Nacht da, wir haben etwas zu essen, das wir vorbereiten können. Sitz doch zu uns an. Du kannst morgen weitergehen. Sie laden ihn in ihr Haus. Und wo sie dann in ihrem Haus sind, sitzen sie an zum Essen. Und ich habe mir Gedanken gemacht, warum haben sie Jesus nicht erkannt. Und ich glaube, Enttäuschung macht blind. Ich glaube, Enttäuschung macht uns blind, um zu sehen, wer Jesus ist. Und wir haben es vor kurz angesprochen, dass wir weg von diesem Stück Land müssen. Das war nicht unsere erste Option. Das ist nicht, was wir wollen. Sondern wir haben gehofft und gebetet, dass wir das Landstück kaufen können. Und um das möglich zu machen, haben wir sogar Andrea und Kleusel auf Kambodscha geholt, um zu schauen, dass wir das Land kaufen können.
und wir haben gefastet im Team, wir haben gebetet. Gott, gib uns das Stück Land zu einem Preis, den wir uns leisten können. Und dann geht die Tür zu. Und dann sagen wir, okay, Gott, du machst die Tür auf, du machst sie zu. Dann beten wir für die zweite Option, dass wir das Land langfristig mieten können. Zu einem guten Preis langfristig mieten, ist auch gut. Also wenn nicht das, dann das. Und wieder betet und gefastet und alles. Und dann geht die Tür zu. Und dann denkst du, also es gibt ja nur A oder B. Und irgendwo im Hinterkopf hörst du, es gibt auch noch C. Aber du willst nicht dafür beten, weil sonst passiert ja das, oder? Kennst du das? Du willst, nein. Komm, wir fangen nochmal bei A an. Es muss doch einen Weg geben. Und dann das C, alles zu verlassen, alles nochmal neu anzufangen, das ist Frust. Und Frustration macht blind. Und gleichzeitig ist es der Moment, wo Jesus mit uns unterwegs ist. Es ist der Moment, wo Jesus da ist. Und wir erleben das körperlich vielleicht, Krankheit. Wir haben Geschichten gehört von Kindern, die Schwierigkeiten haben. Wir haben das in der Verwandtschaft, wir haben das überall. Am Arbeitsplatz, egal wo. Frustration macht uns oft blind, dass wir nicht sehen, wer Jesus ist. Aber wir laden ihn ein zu uns heim. Jesus ist ins Haus eingeladen worden. Sie haben ihn eingeladen und das war der Grund, warum sie ihn erkannt haben. Weil, wo sie angesessen sind, dann hat Jesus das Brot genommen. Und hat ihnen je ein Stückchen Brot gegeben. Vielleicht nehme ich das so. Wahrscheinlich eher so, eher ein Berner Zopf. Wo er ihnen beiden das Brot gibt, gehen ihnen die Augen auf. Und weißt du, was passiert? Puff! Jesus verschwindet. Jesus wird wieder unsichtbar. Unglaublich. Warum wird Jesus in diesem Moment unsichtbar? Weil sie glauben. Sie haben den Glauben gefunden. Sie haben Jesus erlebt. Warum haben sie Jesus erlebt? Weil sie ihn eingeladen haben in ihr Haus. Wann erleben wir Jesus? Wenn wir Jesus einladen in unser Haus. Was heisst das? Es heisst, in dein Leben. In dein Haus, in deine Gedanken, in deine Finanzen, in deine Sorgen, in deine Nöte, in deine Krankheit. In alle Bereiche von deinem Leben. Jesus einladen. Und wenn Jesus dort sitzt, mit dir Gemeinschaft hat, das Brot bricht, dann erkennst du ihn. Und das verändert alles. Das verändert unser Leben. Wir haben vor ein paar Jahren einen jungen Mann, also einen Teenager, in unsere Kirche gesehen. Sein Name ist Lisa. Ich habe ein Foto von ihm. Und er hat Jesus erlebt. Als junger Teenager. Und er hat gemerkt, dass er Jesus erkennt. Aber seine Eltern sind immer noch Buddhisten. Wie können seine Eltern Jesus erkennen? Und er hat angefangen für sie zu beten. Er hat angefangen zu erzählen. Er hat angefangen sie einzuladen, aber sie wollten nicht kommen. Und dann hat er endlich seine Mutter überzogen, weil er ein Ticket gekauft hat für die Ladies Celebration. Er hat gesagt, Mami, komm an die Ladies Celebration. Sie ist an die Ladies Celebration gekommen. Hat dort das erste Mal Jesus eingeladen in ihr Haus. Und hat Jesus erkannt. Und hat dann angefangen, am Mittwochabend in die Grundkurs zu gehen vom Glauben. Hat gelernt, wer ist Jesus, wer ist der Heilige Geist. Wie kann ich die Bibel verstehen? Wie kann ich das alles lernen und erleben und gelernt beten? Und hat ihr Leben angefangen zu verändern. Und ihr Mann hat angefangen zu sehen, wie sie sich verändert hat. Und hat gesagt, wenn du dich so veränderst und du so Freude hast und du mit dem Gott so eine Beziehung hast, über all unsere Probleme als Familie, dann will ich auch den Gott kennenlernen. Ist auch angefangen am Mittwochabend und hat den Kurs gemacht über Ehe. Gesunde Ehe leben und lieben. Und ein Highlight war vor 3 Wochen, wo Lisa steht neben der Bühne. Wir hatten Taufen und
ihm laufen einfach Tränen runter und er ist so am Grinsen und am Brüllen gleichzeitig. Und ich sage, Lisa, was ist? Und sagt er, schau mal. Und dann zeigt er, und dann nachher sieht man seine Mutter, die sich taufen lassen hat. Und er kommt, sie kommt runter und er umarmt sie und wir beten für sie. Und dann nachher schaut er mich wieder an und macht wieder so. Und dann nachher zeigt er wieder rauf, das ist der Vater. Sie beide kommen runter und haben mir ein Foto gemacht. Alle zusammen. Ich gesagt, ich muss das in Bern erzählen. Eine Geschichte. Wenn du Jesus in dein Haus einlässt, dann verändert es alles. Und manchmal ist es schwierig. Ich habe nochmal ein Foto mitgebracht von unserem Bürgermeister. In jedem Bezirk gibt es so einen Bürgermeister. Wir nennen den Village Chief. Und dort, wo unser Campus ist, das ist die Frau, die Bürgermeisterin ist. Und sie hat die Aufgabe, zu schauen zum Wohl der Bürger. Zum schauen, dass dort die Schule gut funktioniert, dass die Strassen einigermaßen befahrbar sind, dass es Strom hat, dass wenn zwei Streit haben, dann tut sie schauen. Und dass Zeremonien vom Buddhismus durchgeführt werden können, und wegen der Hochzeiten und einfach so ein bisschen die Alltagssachen. Und für einen Bürgermeister ist es extrem wichtig, dass Religion, also Buddhismus und Kultur gewahrt wird im Dorf. Dass ein Bürgermeister Christ wird, ist eigentlich nicht möglich. Weil die repräsentiert die buddhistische Kultur und Glauben im Dorf. Und die Bürgermeisterin, die haben wir eingeladen. Schon vor 10 Jahren. Immer an den Weihnachten. Und wir haben immer einen grossen Früchtebasket, ihre Geschenkli-Basket zum Danken sagen und sie ehren von allen. Und jedes Jahr ist sie gekommen. Im Dezember ist sie auch wieder gekommen. Und wo sie dort ist und ihre Basket überkommt und wieder ran sitzt, spürt sie den Heiligen Geist. Und sie hört die Message und sie lässt Jesus ein in ihr Haus. Aber es ist ihr wieder auch bewusst, das gibt Probleme. Und sie geht heim, kommt dann nächste Woche wieder und sagt das unserem Team, dass sie Jesus in ihr Haus eingeladen hat, in ihr Leben. Und fängt an, am Mittwochabend in unsere Kurs zu kommen und Jesus kennenlernen. Und desto länger sie kommt, desto mehr merkt sie das Problem und sie hat eine Idee. Sie sagt, ich kann, wenn die Leute wissen, dass ich jetzt Christ bin, dann habe ich das Problem. Aber ich habe eine Lösung. Ich lade einfach immer mehr Leute ein. So bin ich nicht die Einzige, die Christ geworden ist. Und dann hat sie immer mehr Leute eingeladen ins ICF. Und du musst dir vorstellen, wenn der Bürgermeister sagt, komm mit, dann kannst du nicht sagen nein. So hat sie ganz viele Frauen mitgebracht. Und sie hat sich auch taufen lassen. Und wo sie sich taufen lassen hat, hat sie auch noch 2 andere mitgetauft. Und das sind die 2, die sie mitgenommen hat und die auch zum Glauben gekommen sind. Mittlerweile ist es eine ganze Small Group. Und das ist ein Wunder, wenn wir sehen, wie Jesus in unser Leben kommt, in unser Haus kommt, wie das eine Veränderung gibt. Und ich liebe die Geschichte, weil die geben mir Mut. Die geben mir Mut, Jesus einzuladen in jeden Bereich von unserem Leben. Beziehung mit Jesus ist die Grundlage von unserem Glauben. Und die Beziehung, die ist offensichtlich geworden, sichtbar geworden, wo Jesus im Haus sitzt. Nicht auf dem Weg, nicht während dem Complaining, während dem Beschweren, während dem Frustmarsch, sondern im Haus hinein. Du musst dir vorstellen, die beiden Freunde von Jesus kommen ein Stück Brot über, checken, das ist Jesus, puff, ist er weg. Was machen sie? Die sind so begeistert, die legen das Brot wieder an, kumpeln auf und sagen, das müssen wir den anderen erzählen. Und dann sind sie nicht gelaufen. Also, gell, sie waren müde, heimgekommen, Jesus blieb da, wir sind alle müde, wir gehen schlafen. Sie sind zurückgesäckelt. Haben einen 12 Kilometer Run gemacht, ist ja nicht extrem viel.
für ein paar. Für andere. Die sind zurückgesäckelt in der Nacht. Ohne Essen, nichts, einfach zurückgerannt. Und ich kann mir vorstellen, die Begeisterung ist so gross. Weil du denkst, während dann, also das braucht vielleicht, wenn du nicht so in Shape bist, brauchst du locker 2 Stunden für 12 Kilometer. Locker. Vielleicht sogar 3. Und wenn du ein schlechtes Knie hast. Auf jeden Fall, die sind zurück. Und ich kann mir vorstellen, sie haben sich doch auch Gedanken gemacht. Wie sagen wir es den anderen? Weil, ein bisschen früher, bevor wir losgelaufen sind, sind die 2 Frauen gekommen und haben das Gleiche erzählt. Und jetzt sind wir hier in Emmaus und wir haben Jesus gesehen und doch ist er wieder weg. Aber jetzt gehen wir zurück und erzählen das. Und die sind zurückgerannt zu den anderen und wo sie reinkommen, verschwitzt in der Nacht allen und sagen: Hey Jungs. Jesus ist auferstanden. Ich kann mir vorstellen, ein Riesenfest. Ja, das wissen wir. Petrus und Johannes sind auch wieder zurückgekommen. Alle kommen zurück und eine Begeisterung ist in diesem Raum. Und die Begeisterung ist in unserem Herzen. Egal, wo wir sind, wenn Jesus in unser Haus hineinkommt, dann sehen wir ihn, dann erleben wir ihn. Und diese Freude, das ist das, was wir brauchen. Manchmal kommen wir in den Alltag hinein und sind frustriert. Und gleichzeitig sagen wir, lass uns hinsitzen, Jesus einladen und dann sehen wir, wer er ist. Ich will die Band auf die Bühne bitten und das Opel auch gerade. Und ich will, dass wir kurz aufstehen für einen Moment. Bevor wir hier in die Schweiz gekommen sind, haben wir eine Woche gehabt, wo immer zwischen 9 Uhr am Abend und am Morgen um 3 Uhr unser Strom ausgefallen ist. Und am Anfang haben wir nicht gewusst, was das ist. Die erste Nacht haben wir vom 1 an bis am Morgen früh einfach keinen Strom gehabt. Und ihr müsst wissen, es ist die heißeste Zeit momentan in Kambodscha. Am Tag war es so 42 Grad gewesen und die Nacht 30, wenn es abgekühlt hat. Und es ist einfach sau heiß. Und ohne Strom, dann ohne Fan oder Klimaanlage, ist fast nicht auszuhalten für mich. Jedenfalls die erste Nacht bin ich dann am Boden gelegen, auf Plättchen. Die waren am Anfang noch schön kühl gewesen, bis die auch warm geworden sind. Und es war sehr unbequem gewesen. Dann bin ich wieder ins Bett und wir haben einfach nur geschwitzt. Mit der Zeit haben wir herausgefunden, dass der Hauptsicherungsschalter immer rausjagt. Am Morgen früh. So sind wir im Bischi mit den Leitern am TÜV vorgefahren. 2-3 Minuten mit dem TÜV. Der Andy ist aufgeklettert, am Morgen um 3 Uhr. Wenn ihr euch vorstellt, Andy im Bischi dort rauf, den Schalter rauf, ich habe das Töffli gekehrt, Andy wieder auf den Töff genommen mit der Leiter, wieder rein, wieder geschlafen. Ab und zu zwischendrin duschen, weil es wirklich anstrengend war. Und das ist mir vorgekommen, immer wieder hat es die Sicherung rausgegangen, immer wieder ist der Strom weg. Das ist doch wie wenn wir manchmal mit Jesus gar nicht unterwegs sind. Am Anfang geht es noch und du kannst auf dem Boden liegen und es ist ja zwar unbequem, aber du haltest es noch so ein bisschen aus. Aber irgendwann ist es auch dort zu heiss und es ist unangenehm. Und wenn wir nicht den Schalter zu Jesus immer wieder angeschaltet haben, ist es einfach unangenehm in unserer Hütte, in unserem Leben, in unserem Lebenshaus, in unserem Konstrukt. Und der muss einfach immer angeschaltet sein. Ich bin froh, dass wir jetzt da sind, weil jede Nacht immer noch geht der Schalter raus. Aber ich weiss, was der Unterschied ist. Im Bischi dort mit der Leiter anfangen, das ist nicht lässig jeden Tag. Und darum sage ich, hey Jesus, ich möchte den Schalter immer oben lassen. Ich möchte immer dich erkennen, in jedem Moment. Dass du die Wahrheit bist in meinem Leben, dass ich glauben kann. Und Strom siehst du ja nicht. Strom ist einfach da. Aber du spürst den Unterschied, ob er da ist oder nicht. Und das ist bei Gott genau das Gleiche. Und ich bete für dich. Wo stehe ich da? Und ich bete für dich, dass wir erkennen, dass wir Jesus, den Heiligen Geist, Gott brauchen können in unserem Alltag. Weil sonst wird es einfach unangenehm heiß. Und das wollen wir alle nicht. Lass uns die Augen zu tun für einen Moment und dir vorstellen, Jesus kommt, ist an deiner Haustür. Und du hast die Wahl zu sagen: Jesus, komm rein. Komm rein, ich lade dich ein. Mach das ganz bewusst jetzt. Jesus, ich lade dich ein in mein Haus. Ich lade dich ein in mein Leben, in mein Herz.
in meinen Frust, in meine Krankheit. Ich lade dich ein in meine Wut, in meine Beziehungen. Ich lade dich ein in meine Finanzen. Ich lade dich ein in jeden Bereich von meinem Leben. Und ich sage, Jesus, komm rein. Lass mich dich sehen. Lass mich erkennen, wer du bist. Und ich bitte, dass du eine neue Begeisterung ausgüsst heute über uns. Egal, wo du jetzt das hörst. Heiliger Geist, güss die Begeisterung aus. Wie die zwei, die aufgekumpelt sind und zurückgerannt sind und das Gleiche erzählt haben, wie was sie schon gehört haben. Aber mit einer Begeisterung, mit einer Überzeugung, mit einem Feuer. Sie haben einander gesagt, haben nicht unsere Herzen brennt. Haben nicht unsere Herzen brennt, wo wir gehört haben, wie Gott die Welt liebt, wie Jesus uns erzählt hat. Und das Feuer, das wünsche ich mir, dir. Und Heiliger Geist, du bist der das Feuer neu ausgüssen kann. Und ich bitte dich, Jesus, dass du jetzt kommst mit dem Feuer, mit dieser Begeisterung. Dass egal, ob die Leute es glauben oder nicht, aber wir sind so begeistert und reden von dem auferstandenen Jesus, der lebt, der in unserem Herz lebt, den wir erlebt haben, gesehen und gespürt haben. Weil er bei uns, in unserem Haus ist. Ich sehe einen Geschäftsmann, der ist enttäuscht, weil es nicht so gelaufen ist, wie er sich vorgestellt hat. Er hat sich viel mehr Gewinn gewünscht, dass es anders läuft mit den Mitarbeitern, aber es läuft zurzeit nicht so, wie du dir das vorstellst. Und genau in diesem Enttäuschensein siehst du Jesus nicht gerade, weil wir blind sind, weil wir uns so best beschäftigen mit dem einen Problem. Und Gott möchte einfach sagen, schau auf. Schau mich an. So vieles läuft auch gut. Fokussiere dich nicht auf das eine Problem. Das ist eins und das andere läuft gut. Schau auf Jesus, richte den Blick wieder neu. Er ist der, der dir Kraft gibt. Er ist der, der über die Enttäuschenheit auskommt. Die Enttäuschenheit ist wie ein schwerer Stein auf unserem Herzen. Wir möchten den schweren Stein auch jetzt Gott abgeben vor dem Kreuz und sagen, gib du uns etwas Lichtes im Austausch. Eine Feder, die Licht ist, die wir tragen mögen. Und der Heilige Geist soll kommen und uns erfüllen neu. Jeden Tag neu. Leute fragen mich, wie schaffst du das so bald? Ich sage, ich brauche nur Kraft für den heutigen Tag, mehr nicht. Und das wünsche ich euch von Herzen, dass wir mit dem frischen Öl von dem Kerzenständer, mit der Leichtigkeit könnt durchs Leben gehen, auch wenn das Leben nicht 100% einfach ist. Wenn wir sehen, wer Jesus ist und zusammenkommen und die Begeisterung von Gott erleben, Dann singen wir anders, dann worshipen wir anders. Und ich habe jetzt nochmal das Lied gewünscht, ganz am Anfang. Praise. Und ich möchte euch einladen, einfach diese Freude zu teilen und auch vielleicht deinem Körper zu sagen, drück die Freude aus. Jesus ist auferstanden. Egal, ob sie anderen checken oder nicht, Jesus lebt. Jesus ist da. Let's go. Hey, so schön, bist du bei unserem Livestream von ICF Bern dabei gewesen. Und du kannst uns helfen, die gute Message in die Welt rauszutragen, indem du unseren YouTube-Kanal liken, abonnierst oder mit jemandem teilen. Wir möchten dich gerne kennenlernen und dich auf deinem Weg mit Jesus unterstützen. Darum tu doch den QR-Code kennen, den wir jetzt einblenden. Und der wird sich jemand bei dir nächste Woche melden. Wenn du uns unterstützen willst, als lokale Kirche, aber auch global, dann kannst du auf dem QR-Code Spenden drücken und dann kommst du genau am richtigen Ort her. Wir wünschen dir eine wunderbare Woche und wir sehen uns das nächste Mal im Livestream.